bisschen schön. Ja, die sehen auch ganz gesund aus. Ja, es geht in Gerüchte, in Sachen, die erzählt werden, die nicht wahr sind. Wenn sich einer morgens in den Fuß gestoßen hätte, hätte er am nächsten Tag mit verzweifeltem Knöchel Bein amputiert. Und das sind so Dinge, das, was ich doch beschrieben habe, das heißt Geschwätz. Von meinem Großcousin die Frau weiß immer alles ganz genau. Und die hat das von dem gehört, der dort das schwere Auto fiel. Weil dem sein Freundin war dabei, wie drinnen in der Bäckerei, das Franzenlist der Gröbs Annette auf Emo ihn gedeckelt hätte. Nur hätte er alle Jupp gehört, das wäre all gar nicht so passiert. Weil dem sein Schwager hätte bereits vom Onkel mütterlicherseits aus erster Ehe mit dem Mann von Griech Annegret erfahren, dass das nicht so gewesen ist und das erzählt mir, wer alles ist. Es hätte gar keinen von den Frauen der anderen auf Ruhe gehauen. Das sah die Frau von unserem Metzger, die hält ja gerne halt nur Schwätzchen, anwesend ausgeschlossen. Und die weiß das über zwei Ecken von Hipperschwanz, dem großen Dicken. Der hätte das verzählt gekriegt, von wem, das weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall, und dann ist klar, weiß keiner so genau, wie es war. Überall wird diskutiert, wer hätte dann was von wem gehört. Es geht doch überhaupt nicht an, dass mir nichts erfahren kann. Sogar der Tratschen M kennt keinen, der ihn kennt. Kennt ihr den eh? So geht es bei der Sache den ganzen Leben langen Tag. Wenn noch ein bisschen was passiert, ist jeder gleich dran interessiert. Und abends, dann beim Bierstammtisch, nimmt das Gericht einen Nähenweg. Da wird noch mal drüber geschwätzt, beratschlagt, lamentiert, gehetzt. Da hörst du manchmal Geschichten, die draußen dich nicht zu berichten. Da stellen sich die Nackenhaare noch nicht die Hälfte davon ist wahr. Weil jeder, der davon berichtet, ein bisschen was dazu gedichtet. So wird aus manchen wahren Sätzen Geschwätz. Ja, liebe Freunde.